Epstein-Barr, die chronische Tonsillitis oder die Belastung mit Streptokokken und die Lyme-Borreliose. Ja, dass es hier also einen Zusammenhang gibt und dass es heute keinen Fisch mehr gibt, der nicht voll ist von Nanoplastik. Das wissen wir alle. Und dass, wenn wir diesen Fisch essen, dass dann auch unser Körper belastet wird mit diesen Plastik-Nanoteilchen. Das ist eine Seite der Gleichung. Die andere Seite ist die Aluminiumverschmutzung. Sage ich vielleicht das Wichtigste gleich am Anfang. Heute veröffentlicht wurde der Artikel, der große Sorgen weltweit macht, dass die Meere weltweit wesentlich grüner geworden sind als früher. Ja, dann leben die glücklich vor sich hin. Aber sobald man die Hamster toxisch belastet mit ganz, ganz wenig Aluminium, werden die ganzen Gelenke zerstört durch die Borreliose. Und das liegt mir doch schon nahe, dass ihr das wissen sollt, oder? Und dann